So Leute, hier auf dem Parkplatz vor unserem Hotel heiße ich euch willkommen zu Part 2 von Let's Play Memento Mori 2. Und wir haben einen wunderschönen Käfer hier angemietet, das hat uns Max zumindest im letzten Part erzählt. Ach, und wäre es nicht schön, mal wieder so einen Urlaub zu machen? Puh, Leute. Lang, lang ist's her. Traumhaft, was auch diese Felswand ist hier etwas beängstigend. Aha. Ja. Hier gibt's aber offensichtlich nichts zu sehen, außer natürlich unserer wunderschönen Frau. Kofferraum. Schauen wir uns nochmal an. Vermutlich hat sie sich diese Reise anders vorgestellt. Ja, aber sie muss arbeiten. Reden wir kurz mit Lara. Mir ist da was eingefallen. Ja, Max? Okay. Bei der Untersuchung helfen? Du denkst immer noch darüber nach, oder? Dann gehen wir rüber zur Galerie und sehen uns da mal um. Vielleicht wird es ja ganz interessant. Soll das ein Witz sein? Wir sind in Afrika. Hier ist alles interessant. Das wird bestimmt toll. Das hat man letztes Mal schon gehört. Kofferraum. Der Kofferraum ist vorn. So ist das beim Käfer nun mal. Gucken wir mal an. Der Kofferraum ist abgeschlossen. Wir haben ja die Autoschlüssel. Okay. Werkzeugkasten. Die Sachen werden mir noch nützlich sein, wenn ich einen Wagen reparieren muss. Mit etwas Geschick lässt sich so gut wie alles an einem Käfer reparieren. Keine Elektronik, kein Schnickschnack. Perfekt. Das ist wahr, da schwören viele Leute drauf. Das Werkzeug nehme ich mit. Ah, was ist denn bitte das hier? Nicht identifizierbar, würde ich sagen. Okay. Na gut, dann anschauen. Wir werden damit kein Rennen gewinnen, aber darum geht es doch auch nicht, oder? Nein, wir müssen nur von A nach B kommen. Einsteigen. Du hast bei der Ausstellung in Paris fast all deine Gemälde verkauft, oder? Warum fahren wir dann diesen Wagen und mieten uns keinen schickeren? Einen schickeren? Was für einen denn? Keine Ahnung. Einen nicht ganz so alten? Das, ma chérie, ist ein Käfer. Wenn du den Unterschied zwischen einem normalen Wagen und einem Käfer verstehst, dann eröffnet sich dir ein völlig neues Universum. Ich kann's kaum erwarten. Ich werde deinen Sarkasmus einfach ignorieren. Dieser Wagen ist ein Juwel. Allein die Hupe, hör mal. Ich markiere alle interessanten Orte auf meiner Karte. Leute, wir sind ja, soweit ich mich erinnere, in Südafrika. Und da war das Lenkrad rechts. Wusste gar nicht, dass Südafrika Linksverkehr hat. Hotel Galerie, da wollen wir hin. Okay. Alter Wagen, das ist ja lustig. Wir steigen aus dem Auto hier aus und da steht dran alter Wagen. Etwas sagt mir, dass diese Karre nicht dem Galeriebesitzer gehört. Nein. Moderne Statue. Ein schönes, modernes Kunstwerk. Dummerweise weiß ich so gut wie nichts über die zeitgenössische afrikanische Kunst. Das wird das hier. Zum Gerüst. Na, noch ein Promü. Augenblick. Zentrale Statue. Vielleicht soll sie eine Familie repräsentieren. Ja, oder vielleicht was anderes. Zur Galerie. Das ist auch schön. Brunnen. Die reicheren Afrikaner müssen nicht unter der Wasserknappheit leiden. Das Thema erörtern wir mal lieber nicht. So, habe ich noch was zum Gerüst. Zur Kunstgalerie. Kunstgalerie. Über die Galerie habe ich schon etwas im Reiseführer gelesen. Hier werden einige schöne Dinge ausgestellt. Sollen wir mal zum Gerüst gehen, was auch immer das bringt? Rennt er eigentlich beim Doppelklick? Ja. Uff. Okay. Zementsäcke. Die Bauarbeiten werden wohl noch eine Weile dauern. Schubkarre. In diesem Teil der Stadt klaut man vermutlich eher Ausstellungsstücke aus Museen als Schubkarren. Sonst wäre die längst nicht mehr da. Wohl wahr. Da hängt eine Hose. Ein Overall, Verzeihung. Jemand hat hier einen blauen Overall aufgehängt. Okay, ich lasse ihn mal hängen. Ich merke mir das aber, weil den brauchen wir bestimmt doch irgendwie. Ist sonst noch irgendwas hier? Geschlossenes Fenster. Der obere Teil ist vergittert, der untere durch Fensterläden gesichert. Die bekommen hier nicht so einfach rein.
Okay, die Overall-Hose merken wir uns. Da müssen wir was tun. Oh, Lada wartet auf uns. Lada-Spatz? Vermutlich hat sie sich diese Reise anders vorgestellt. Ja, okay, ich würde mal sagen, das kennen wir schon. Dann gehen wir doch mal in die Galerie. Wir zwei Hübschen. Hallo, ich bin Larissa Durand. Und Sie sind? Pascal Catlego, werte Madame Durand. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich mich sehr über Ihr Eintreffen freue und viel von Ihnen erwarte. Wenn ich richtig informiert bin, wurden hier einige Kunstwerke gestohlen. Und Sie sind mit den Nachforschungen der Polizei nicht zufrieden und haben Interpol eingeschaltet. Ja, das stimmt. Zum Glück habe ich einige Beziehungen. Vor langer Zeit habe ich schon einmal mit Ihrer Abteilung zusammengearbeitet. Da war sie noch nicht unabhängig. Das war vermutlich vor Ihrer Zeit. Können Sie mir mehr erzählen? Was wurde gestohlen? Warum glauben Sie, dass wir Ihnen eher helfen können als die hiesige Polizei? Ich habe hier so gut wie keine Befugnisse. Lassen Sie mich zuerst den zweiten Teil der Frage beantworten. Ich habe kein Problem mit der Polizei an sich, sondern nur mit Captain Nomusa, der die Ermittlung leitet. Er geht mir viel zu nachlässig an die Sache heran. Heute stand in der Zeitung, dass der Fall abgeschlossen wäre. Unglaublich. Die Behörden scheinen zu glauben, es reicht aus, den Schuldigen zu suchen. Doch finden können sie ihn nicht. Was wurde denn eigentlich gestohlen? Verzeihung, wer sind denn Sie? Maxime Durand. Der Ehemann. Oh, tut mir leid, dass ich Sie im Urlaub störe. Er arbeitet gelegentlich für uns als externer Experte. Daher wird er uns auch bei dieser Untersuchung unterstützen. Großartig. Ich habe Captain Nomusa überredet, vorbeizukommen. Er müsste jeden Augenblick hier sein. Sie können sich ja schon mal die Akte über die gestohlenen Objekte ansehen. Außerdem kann es nicht schaden, sich hier einmal umzusehen und nach Beweisen zu suchen, die die Polizei übersehen hat. Ich glaube, dass Sie da deutlich mehr Erfolg haben werden. Sehen Sie nur. Unglaublich. Okay, Leute. Hat ja wirklich wenig Vertrauen in diesen Captain Nomusa. Alle Dokumente, die der Spieler findet, werden im Tagebuch gespeichert und können jederzeit erneut gelesen werden. Das ist sehr nützlich. In der Zeitung steht, dass die Untersuchung des Raubes in der Galerie abgeschlossen wurde, der Dieb jedoch nicht ermittelt werden konnte. Kein Wunder, dass Mr. Catlego so unzufrieden wirkte. Allerdings. Die Cape Times. Ermittlungen zu Diebstahl in der CT-Kunstgalerie abgeschlossen. Die Sprecherin der Polizei von Kapstadt hat heute bekannt gegeben, dass die Ermittlungen des Raubes kostbarer Kunstgegenstände aus der Galerie, über den wir letzte Woche berichtet haben, gestern abgeschlossen wurden. Laut Captain Nomusa, dem Leiter der Untersuchung, wurde so gut wie keine Hinweise am Tatort gefunden und es gab keine Zeugen, sodass die Polizei keinerlei Handlungsmöglichkeit mehr hatte. Also auf gut Deutsch wieder zurück in den gut wohlverdienten Büroschlaf. San Francisco erholt sich vom schweren Erdbeben. In der Küstenstadt im Westen der USA, die von einem gewaltigen Erdbeben erschüttert wurde, kehrt langsam wieder Normalität ein. Oh, arme Leute in Frisco. Okay, alles ins Tagebuch. Hoi, was bist du denn für einer? Zu den Schaukästen. Großer Schaukasten. Man erkennt, wie die einzelnen Abschnitte aufgeteilt sind. Entsprechend der kulturellen Gebiete, von denen es eine ganze Menge gibt. Werbematerial. Ein Afrika, eine Nation. Anscheinend wurden die Sachen aus dem ganzen Kontinent zusammengetragen. Zurück vor die Galerie, da wollen wir jetzt mal nicht hin. Zu den Fenstern. Wir sollten uns lieber alles genau durchlesen. Hab ich doch. Rezeptionistin. Jung, selbstdiszipliniert und dazu noch sehr hübsch. Aber definitiv nicht mein Typ. Ansprechen? Können Sie mir vielleicht bei einer Sache helfen? Aber sicher. Was soll ich tun? Arbeit in der Galerie. Arbeiten Sie schon lange hier? Erst seit einigen Monaten. Ich bin Mr. Catlego sehr dankbar. Wissen Sie, wie viele Leute sich für den Job beworben haben? Captain Nomusa. Mr. Catlego sagte, Captain Nomusa würde herkommen. Ja, er sollte bereits hier sein. Ich schicke ihn sofort zu Ihnen, wenn er herkommt. Aber Sie können sich inzwischen den Tatort und vielleicht auch ein wenig die Galerie ansehen. Wir haben hier einige sehr schöne Stücke. Alles klar, das war's dann von der netten Dame. Übersicht der gestohlenen Objekte. Das müssen Informationen über die gestohlenen Objekte sein.
dann schauen wir doch mal. Akten über die gestohlenen Objekte. Anscheinend ist hier alles gut organisiert. Und gut dokumentiert, wie man sieht. Okay, Liste gestohlener Gegenstände. Ein Satz aus zwei Statuen, Maße 30x10x10. Kostbare Mahagoni-Statuen unbekannten Alters, aber zweifellos die ältesten ihrer Art. Sie waren angeblich Bestandteil eines gewissen Rituals, dessen Zwecke noch unklar ist. Sie waren von unschätzbarem historischem Wert. Mhm. Goldmünzen, 11 Stück. Goldene Krügerranz von 1872, 1974 und 1980. Ihr geschichtlicher Wert ist nicht groß, aber sie wurden aus reinem Gold mit einem Feingewicht von 1/10 Unze hergestellt. Warum sind sie dann im Museum, wenn sie nicht geschichtlichen Wert haben? Steinkopf, Abmessungen 20x15x14. Der Kopf eines unbekannten Götzen wurde der Galerie 2002 aus einer Privatsammlung überlassen. Okay. Hast du kurz Zeit, Max? Irgendwas stimmt doch nicht. Kannst du dich mal kurz wie ein Erwachsener benehmen und mir sagen, was los ist? Ich habe seltsame Dinge gesehen. Diese Statuen. Ich glaube, ich habe mal von ihnen geträumt. Sie interessieren mich. Hast du wieder Visionen? Willst du mir das damit sagen? Ich dachte, das hätten wir hinter uns. Sei nicht dumm. Der Arzt hat doch gesagt, dass ich hin und wieder Rückfälle haben könnte. Und darum hast du auch die Tabletten, die du nie nimmst. Die brauche ich nicht. Aber ich nehme eine, wenn dich das beruhigt. Danke. Ich glaube, sie sind noch in unserer Tasche. Wie wäre es, wenn du die Untersuchung leiten würdest? Das würde dich von deinen Sorgen ablenken und dir bestimmt Spaß machen. Im Ernst? Ginge das denn? Das wäre ja großartig. Warum nicht? Aber ich werde dich genau beobachten, Sherlock. Lass uns jetzt zu Katlego zurückkehren. Danke, Watson. Captain Nomusa? Ja? Ich bin... Machen Sie sich keine Mühe. Ich weiß, wer Sie sind. Würde aber gern wissen, warum Sie hier sind. Ich soll Ihnen bei den Nachforschungen helfen. Soweit ich weiß, hat niemand um Hilfe von außen gebeten. Und zu Ihrer Information. Der Fall ist abgeschlossen. Das weiß ich. Kann ich die Akte einsehen? Hier ist sie. Sie werden schnell erkennen, dass wir nichts unterschätzt haben. Ein normaler Raub, keine Zeugen. So etwas passiert. Warum haben die Diebe nur 4 Objekte gestohlen, wo sie schon mal da waren? Meiner Ansicht nach waren sie hinter etwas Bestimmtem her. Aha, Sie sind also Experte. Es wurde nicht mehr gestohlen, weil sie vermutlich gestört wurden. Sonst noch Fragen? Nur noch eine. Wieso gibt es keine Zeugen, wenn sie jemand gestört hat? Hat sie einen Wachmann gesehen? Kann er aussagen? Was ist das hier, ein Verhör? Wenn Sie glauben, sich hier einen Namen machen zu können, dann versuchen Sie es ruhig. Aber gehen Sie mir nicht mit solchem Unsinn auf die Nerven. Wenn Sie andere Fragen, vernünftige Fragen haben, dann finden Sie mich auf dem Polizeirevier. Guten Tag. Der wollte nicht antworten, eindeutig. Der Mauszeiger kann verschiedene Formen annehmen. Lupe, Nahansicht aufrufen, Auge, Objekt anschauen, untersuchen, Zahnrad, Objekt benutzen, wenn möglich. Geteilter Mauszeiger, 2 mögliche Aktionen. Linke und rechte Maustaste, das wissen wir doch schon. Na. Okay, der war, wie nicht anders zu erwarten, sehr wenig hilfreich. Katlego. Katlego wirkt auf mich eher wie ein Künstler als wie ein Galeriebesitzer. Vielleicht stellt er ja auch eigene Arbeiten aus. Mr. Katlego, wir möchten Sie gerne etwas fragen. Nur zu. Ich helfe Ihnen gern weiter. Kooperation mit der Polizei. Hatten Sie in letzter Zeit Probleme mit der Polizei? Nein. Sie hat mir sogar geholfen, einen gestohlenen Aston Martin DBS wiederzufinden. Ein Traumauto. Sind Sie schon mal einen gefahren? Leider nicht. Wir fahren einen bescheideneren Wagen. Einen Käfer. Verstehe. Naja, jedem das seine. Es ist ein toller Wagen, aber er wurde mir 2 Wochen nach dem Kauf gestohlen. Und ob Sie es glauben oder nicht, nach 3 Tagen brachte ihn mir die Polizei zurück. Manchmal funktioniert es also. Ja, manchmal. Ausstellungsstücke. Was ist das Wertvollste, das Sie hier haben? Das dürften wohl die kostbaren Shona-Statuen sein. Der Dieb hat sich glücklicherweise nicht für sie interessiert.
Für mich waren die beiden gestohlenen Statuen jedoch äußerst wertvoll. Ich habe sogar ihre Anschaffung finanziert. Galeriesicherheit. Finden Sie es normal, dass es hier kein mit einer Sicherheitsfirma verbundenes Sicherheitssystem gibt? Hier gibt es weder Gitter noch Videoüberwachung. Aber das ganze Gebiet wird von der Polizei überwacht. Das muss Ihnen doch aufgefallen sein. Und was ist, wenn einer der Einheimischen was stehlen will? Ich finde es ziemlich verdächtig, dass Sie Ihre Ausstellungsstücke derart ungeschützt lassen. Das sage ich mal lieber nicht, oder? Alibi? Ich muss Sie fragen, wo Sie in der besagten Nacht waren. Sie sind wirklich hartnäckig. Das gefällt mir, Monsieur Durand. Ich war mit meinem Geschäftspartner in Port Elizabeth. Das liegt an der anderen Küste, nicht wahr? In welchem Hotel sind Sie abgestiegen? Der Name ist mir entfallen, aber darin kam auch eine Zahl vor. Zu schade, dass Sie ihn nicht mehr wissen. Nach dem Versicherungsbetrug frage ich ihn mal nachher, wenn ich noch kann. Danke, das dürfte vorerst alles gewesen sein. Okay, Lara. Kann ich mir die Akte mal ansehen? Klar, hier ist sie. Ah. Okay. Raub, Untersuchungsbericht Raub in der Kunstgalerie. Anhang B. Ergebnis der Tatortbegehung. Der Täter ist durch ein ungesichertes Glasfenster eingedrungen, das er dabei zerbrochen hat. Die zerbrochenen Glasstücke wurden untersucht, daran konnten jedoch keine Spuren entdeckt werden. Der oder die Täter, es war bisher nicht möglich, die genaue Anzahl festzustellen, die Tat kann allerdings auch von einem Einzeltäter verübt worden sein, hat die gestohlenen Objekte von ungesicherten Podesten und aus einem gläsernen Schaukasten genommen, wobei letzterer von einem unbekannten Werkzeug zerstört wurde. Auf einer Kante des Schaukastens wurde ein Fingerteilabdruck gefunden, der für eine Identifikation nicht ausreicht. Im Gebäude wurden sonst keine weiteren Beweise gesichert, die den Handlungen des Täters eindeutig zuzuordnen werden könnten. Die Tatortbegehung wurde unter Berücksichtigung der Standardprozedur vorgenommen, wobei alle Richtlinien erfüllt wurden. Captain Desmond Nomusa, Metropolitan Police, Kapstadt. Okay. Sie haben nur einen Fingerabdruck gefunden, der vom Täter stammen könnte. Und es ist auch nur ein Teilabdruck. Ist das ein Problem? Für einen Vergleich braucht man eine bestimmte Anzahl an Minütchen. Und hier sind vielleicht nicht genug vorhanden. Minütchen? Fingerabdrücke unterscheiden sich anhand ihrer Unregelmäßigkeiten. Aber der Täter hat den Abdruck vermutlich an einer Kante hinterlassen. Daher fehlt ein großer Teil. Dann hat er keine Handschuhe getragen und trotzdem nur einen Fingerabdruck hinterlassen? Das ist doch seltsam, oder? Ja, das ist es. Das Glas des zerbrochenen Schaukastens war angeblich auch völlig sauber. Und was machen wir jetzt? Können wir den Teilabdruck nicht wenigstens mit der Datenbank von Interpol vergleichen? Das ist einen Versuch wert. Aber wir müssen ihn irgendwie zu Interpol bekommen. Dann haben wir also doch ein Problem. Wie stellen wir das an? Nimm die Akte und bitte die Rezeptionistin, sie einzuscannen und zum Hauptquartier zu schicken. Na super. Danke, dass du mir das überlässt. Nachdem du die Leitung hast? Können Sie mir vielleicht bei einer Sache helfen? Können Sie das einscannen und zu einer Nummer faxen, die ich Ihnen aufschreibe? Natürlich. Unsere Technik steht Ihnen zur Verfügung. Vielen Dank. Gut, jetzt müssen wir dem arroganten Polizisten zeigen, dass wir mehr finden als er. Gut, dann wollte ich jetzt aber nochmal zu den Fenstern, weil da müsste ja das eingeschlagene Fenster jetzt sein, wenn ich die Informationen richtig deute. Okay. Stammestrommeln. Schamanen trommeln und tanzen. Und dann regnet es. Zumindest manchmal. Wenn die Schamanen Glück haben. Fenster. An diesem Fenster fällt mir nichts Besonderes auf. Es sieht genauso aus wie die anderen. Wir hatten ja gesehen, dass die Fenster ziemlich gut gesichert waren. Von außen haben wir das schon gesehen. Das Fenster ist mit einem robusten Gitter gesichert, das ich bestimmt nicht aufbekomme. Lara. Statue. Das ist einer der afrikanischen Sonnengötter. Ein schönes Stück. Okay. Oh, was sind das da oben? Teppich. Über dem Fenster hängt ein verzierter Teppich. Eine interessante Idee, aber warum sollte ich das tun? Und vor allem, wie komme ich da rauf? Okay, Leute, ich würde aber sagen, wir reden noch mal kurz mit Lara. Schauen wir mal, ob wir mit ihr was Neues sprechen können, jetzt wo wir unter vier Augen sind. Mir ist da was eingefallen. Ja, Max? Okay, Leute.
Das würde ich sagen, sprechen wir aber alles mit Lara dann im nächsten Part von Let's Play Memento Mori 2. Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich finde, es wird richtig interessant und richtig spannend, indem wir hier diese Detektivarbeit durchführen dürfen. Also, bis zum nächsten Part. Ciao!